Also ich bin Luise Heyer, ich bin 28, komme aus Berlin und bin Schauspielerin. Ich war an verschiedenen, oder an einer Schule in Uppsala und habe mit Schülern, die, es ist eine Deutschklasse, ja, eine Deutschklasse, die Deutsch lernen und die sich den Film Westwind angeschaut haben, in dem ich mitgespielt habe, habe mit denen halt darüber geredet. Die haben den halt behandelt in der Schule und haben sich dann gewünscht, dass ich vorbeikomme. Und dann war ich da. Na, es war sehr spannend, also die Schüler irgendwie zu erleben. Also was ich sehr spannend fand, war, dass sie die Sprache doch relativ gut beherrschen. Und vor allen Dingen an der Schule, also oder insgesamt waren die ja sehr schüchtern, aber wenn da Leute Fragen gestellt haben, das sehr gut gemacht haben und sehr interessiert daran waren. So. Ja. Haben die den Film zum ersten Mal gesehen? Ja, ja, ne? Na, die waren ja sehr, sehr schüchtern, was ich aber verstehe. Das war aber trotzdem ganz schön, fand ich. So. Fernsehen, ich glaube im März mit Bella Block und auf der Leinwand. Das weiß ich nicht so genau, wann die Filme rauskommen. Der eine Kinofilm, Habib Rhapsody, der jetzt auch auf verschiedenen Festivals gelaufen ist. Wann ist denn da das Sendedatum? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das sind ja alles so Low- oder Independent-Filme. Die müssen sich da immer entscheiden. Da gibt es auch keine festen Termine, aber in diesem Jahr kommen, glaube ich, so ein paar raus. Ich drehe eine Webserie jetzt als nächstes sofort. So zwischen hier und Berlinale drehe ich eine Webserie und dann weiß ich noch nicht. Warte ich noch auf Antworten vom Casting? Ich weiß es nicht. Eine Webserie? Ich habe auch noch nie eine gesehen. Die produzieren eine Serie, die pro Folge irgendwie 5 bis 7 Minuten lang ist. Und stellen die ins Netz. Und dann kann man die halt sehen. Und das sind, glaube ich, 10 oder 9 Episoden. Und ich wusste das vorher auch nicht, das ist jetzt alles relativ spontan gelaufen. Aber das Drehbuch hörte sich ganz spannend an und ganz lustig. Und die Leute sind irgendwie cool. Und ich probiere das mal aus. Könnte euch danach mehr erzählen. Ich springe da ins kalte Wasser. Ich würde gerne mal... das ist schwer. Auf der spielen würde ich gerne mal mit Mads Mikkelsen. Regisseur. Oh Gott, da gibt es so viele. Muss ich mir jetzt einen aussuchen, ne? Keine Ahnung. Michael Haneke. Ich würde gerne mit Michael Haneke drehen. Dass er es nur macht, wenn er es wirklich, wirklich will. Weil es ein harter Beruf ist und da muss man echt sehr, sehr, sehr. Also man darf keinen Funken Zweifel haben, damit man das irgendwie durchsteht, weil es schon ein harter Beruf ist und auch das Studium sehr hart ist und das auch sehr an deine Kraft geht sozusagen und an deine Nerven. Und wenn du nur einen Funken Zweifel hast, such dir was anderes. Nee, ich hatte immer so in den Momenten, wo ich dachte, es geht nicht mehr, mir gesagt, das ist ja der Grund, warum ich das ja mache, also nicht der Grund, aber dass es für mich keine Alternative ist und dass es trotzdem das ist, was ich machen will. Und das ist halt manchmal total hart und manchmal kann man auch nicht mehr, aber man muss halt immer weiter aufstehen, weitermachen. Habe ich lange nicht mehr gehabt. da ich viel unterwegs bin, versuche ich, wenn ich in Berlin bin, all die Leute zu treffen, die ich über die ganze Zeit nicht sehe, um meine Freundschaften irgendwie am Laufen zu halten und Familie natürlich. Ich glaube schon, also dass für die Konditionen und so, während ich Theater gespielt habe, das ist ja eigentlich, da machst du ja jeden Tag Sport auf der Bühne. Und jetzt habe ich angefangen, und das ist auch gut für die Organisation des Tages, wenn du irgendwie nicht so genau so zu laufen und sowas. Also nicht draußen im Fitnessstudio, weil draußen kriege ich das irgendwie nicht hin. Oder so Yoga oder sowas zu machen. Als Ausgleich ist das total gut. Weil da das Leben tobt. Weil das eine sehr schöne Stadt ist, die sehr viele Widersprüche hat und die wahnsinnig hässlich sein kann und wahnsinnig schön. Und man sollte auf jeden Fall versuchen, in Bezirke zu gehen, wo auch noch die Berliner sind, wie jetzt noch Pankow, würde ich sagen, wo man so die Ur-Berliner erlebt, weil, also wenn man wissen will, wie das mal war. Und multikulturell hast du natürlich in den ganzen Innenbezirken wie Kreuzberg oder Mitte oder so, da kannst du einfach wahnsinnig viele Leute treffen. Und die sind alle sehr offen und du kannst
da jemand läuft über die Straße, kannst jemanden kennenlernen, kannst Party machen, was auch immer du gerade willst.